So, weiter geht's hier in Kortia. Ich habe mir jetzt erstmal eine Currywurst reingepfiffen. Ja, war etwas schärfer als sonst. Wir machen jetzt mit der Champion, Kampagne weiter. schnell! Wir müssen den Primus aufhalten, bevor es zu spät ist. Warum? Lass es ihn abschauen. Ihr könnt das Haus der Augen nicht täuschen. Aha. Trauer führt zu Schreckenslords, sprecht mit nichts. dem Primus in Cortia. In Akareks Namen. Okay. Das war irgendeine Kopie, die wahrscheinlich wollte, dass wir den Primus töten oder so. Ja, gegen ihn hätte man keine Chance. So, beenden. Finstere Nachrichten. Sprech mit Prinz Rendertal beim Morgenfels in Ravendreth. Ihr dürft nicht straucheln. Krieg ich ein Portal? Nein, kriege ich nicht. Arschloch. Ich habe gedacht, du wärst so mächtig. Dann zeig mal, wie mächtig du bist. Gut. Flugpunkt ist da drüben. Da drüben ist er. So, wohin in Ravendreth müssen wir denn? Ravendreth. Hier drüben, hier sind Fragezeichen, Glocke der Erinnerung. Wir fliegen erstmal dahin, dass Ihr wir das seid Ding hier wegkriegen. willkommen. Ich glaube, von da aus können wir auch gut hinfliegen. Ihr haltet einen Gegenstand, die ungesehenen Gäste unter uns. Aha. Das ist mir zu viel zu lesen. Okay, wir lesen es. Prinz Renatal, die ungesehenen Gäste befinden sich wieder unter uns. Wir kennen weder ihre langfristigen Ziele, noch wissen wir, wann sie in die Schattenlande zurückgekehrt sind oder ob sie diese je verlassen hatten. Zudem benötigen wir ein neues Siegel der Ventir. Jenes, das sich in den Händen von Denatris befand, wurde dem Kerkermeister übergeben. Ein neues kann geschmiedet werden, falls euer Plan gelingt, die Erntemedaillons zusammenzuführen. Ich habe diesen Schlundgänger sowie eine Baronin des Hauses der Augen entsandt, die Erfahrung darin hat, Nadrezim zu jagen. Ich bitte darum, sie der Ernterin des Zorns vorzustellen. Uns bleibt keine Zeit mehr für Höflichkeiten und die Schattenlande verlangen von der Ernterin des Zorns, sich für eine Seite zu entscheiden. Ich erwarte kein Scheitern. Kleinen Moment. An die Steinhauerin, Ernterin des Zorns, wir brauchen euch und euer Medaillon. Die Nadrezim sind zurückgekehrt und das Siegel der Ventir ist an den Kerkermeister verloren. Ich sende euch Ressourcen, um mit dieser Bedrohung fertig zu werden. Ich fordere euch dazu auf, die Schattenlande daran zu erinnern, was Zorn bedeutet. Die Zeiten der Neutralität sind vorüber, nur zusammen können wir der Macht des Verbannten standhalten. Okay. So, wir müssen einmal hier unten rein. Nee. Seid Hierhin. ihr gekommen, um zu gestehen? Bitteschön. Sündenhüter, benutzt die Glocke der Erinnerung, um eine Seele aus der Gruft der Vergessenen zu locken. Entscheidet dann über ihr Schicksal. Mögen die Schatten über euch wachen. Ja, mach auf. Hallo. So, vergessene Seele. Dieser elendige Wie Ort ist unter meinem Niveau. seht ihr euch selbst? Ich bin gebrochen und vergessen, aber das ist nicht das Ende meiner Geschichte. Ihr seid zu arrogant, um fortzuschreiten. Zurück in die Gruft mit euch. Ihr habt euch sehr verbessert. Bringt diese für weitere Buße zur Anklägerin. Geht jetzt.
Sehr schön. Und welches Geheimnis soll eure Seele vernichten? Und das war alles? Okay. So. Einmal zum Flugpunkt zurück. Ja, ich glaube, wir tragen die Glocke schon seit 500 Folgen bei uns rum. Mein Meister sagt, ich soll jedem dienen. So. Müssen wir jetzt nach Sündensturz rein? Denk dran, ein sicherer Flug. Oder müssen wir das draußen machen? Hier wäre auch eine Quest gewesen. Müssen wir uns merken. Hierbei die Hallen der Sühne. So, was haben wir hier? Schmuck. Der ist natürlich auch schön. Haben wir den nicht schon? Nee. Den haben wir leider noch nicht. Das werde ich offscreen dann machen. Weil bei sowas als her mit. Das geht so zu. So. Was haben wir hier? Hilfe für Raventreff. Ruhm 52. Eieiei. Das kann man auch hier machen. Das ist gut. Irbische der Erinnerung. Ihr werdet Irbische der Erinnerung erhalten, mit denen ihr einem Abenteurer eine große Menge Erfahrung gewähren könnt. So. Ich will erstmal hier einzahlen. Alter, das war viel. So, wo müssen wir jetzt lang? Müssen wir runter? Oder müssen wir hoch? Nicht runterfallen. Wir müssen hoch. Ja, genau falsche Richtung. Toll. So, dann gehen wir hier hoch. Ah, Pelters. Wie ich sehe, hat euch die Anklägerin aus eurem Käfig gelassen. Hä? Wo hat die denn eben gesprochen? Hier. Okay. Prinz Renatal sammelt diplomatische Gesandte für ein Treffen mit der Steinhauerin. Wir wollen hier Schreckenslords jagen und töten. Versucht euch ihnen diesmal nicht anzuschließen. Okay. Wir müssen einmal darüber jetzt. Verwende den Spiegel, um nach Morgenfels zu gelangen. Hier ist ja auch das Schwert. Der mögliche Retter der. Was ist passiert? Ihr habt immer darauf bestanden, dass wir Wendt hier nicht zerstören. Das hatten wir schon mal gesehen. Erziehen. Hallo. Gut, finstere Nachrichten. Bitteschön. Diese. Konvoi der Pakte, versammelt die Gesandten und reitet zum Tor der Dominanz. Er und ich gegen das Ende der Realität. Möglicherweise brauchen wir Hilfe. Okay. Jetzt wieder hier durch. Hallo. Wir müssen wachsam sein. Also hat er Fahrt mit Prinz Renatals Kutsche. Sie zu treffen. Ich muss eine würdige Eskorte sammeln. So, die Kutsche ist da vorne. Irgendwo.
Da unten. Wieso seid ihr in Maldraxxus, Varsh? Euch fehlt es nicht an Sünden. Und nicht an Siegen. Könnt ihr dasselbe behaupten? Das glaube ich weniger. So, dann wollen wir mal in die Kutsche. Vor unzähligen Äonen, kurz nach der Erschaffung der ersten Dentier, enthüllte Dinatrius eine andere Schöpfung. Die Nathrezim, zur ultimativen Spionen geschmiedet, trugen sie den Einfluss des Todes in die Reiche unserer Rivalen und die der Lebenden. Trotz ihrer Raffinesse wurde einer ihrer Vorstöße entdeckt. Daraufhin ergriff der ganze Zorn des Lichts, Rivendreth, und der einstige Distrikt der Nathrezim ging in Flammen auf. Nachdem die Naru vertrieben waren, richtete sich der Zorn der Steinhauerin über ihre vielen verlorenen Kinder auf die Nathrezim. Das Heer von Maldraxxus erhob sich nicht, um uns zu verteidigen. Also meißelte die Steinhauerin ihre Steinlegion, um gegen das Licht zurückzuschlagen. Der Konflikt wurde durch Dinatrius beendet. Der sagte, er würde sie in eine Welt außerhalb der Schattenlande verbannen. Dinatrius hat mir nie erzählt, was aus den Nathrezim geworden ist. Erst später habe ich erfahren, dass die Sterblichen sie als Schreckenslords kennen. Okay. Gut, Ada. Steinhauerin. Hallöchen. Ich habe eure Namen auf vielen frischen Sündensteinen gesehen. So, bitteschön. Die ungesehenen Gäste unterstützt die Steinhauerin bei ihren Nachforschungen zur Gesandten. Ich habe genug Krieger geerntet, um die Sinnlosigkeit des Schlingerade Klingenwall. Wie ist es euch ergangen, mein Kind? Steinmutter, eure Frage ehrt mich. Ich bin wohlauf. Beeindruckend. Wenn man bedenkt, dass Dinatrius euch köpfen ließ, nachdem er Renatal in den Schlund geworfen hat. Zeigt euch, Eindringling! Immer so clever. Nur bin ich nicht der Eindringling, ich bin die Ablenkung. Jetzt ergreift das Medaillon! Beseitigt die Eindringlinge! Ey. Hallo? Was denn jetzt passiert? Ihr sprecht mit dem Sonnenkönig. Beenden. Was ist denn da jetzt passiert? Heißt die eine, die uns da begleitet hat, war die ganze Zeit eine Nathrezim. Okay. Ich habe alles nur für die Sindorei getan. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen morgen hier weiter.